dann fangen wir an mit dem Gespräch, mit Talk. Was hat der FC Buchs für eine Bedeutung für die Stadt? Also ganz, ganz herzliche Gratulation einerseits zum 100-Jährigen, aber andererseits, und das hat mich besonders auch noch gefreut, jetzt, dass der Start in die neue Saison jetzt gerade so top glückt ist. Und ihr wisst, glaube ich, die meisten, dass ich also wirklich auch riesen Freude hätte, wenn sie im Lift wieder aufwärts gehen und vielleicht dann sogar eine Zeit lang auf einer höheren Plattform oben wäre. Ja, was hat der FC Buchs für eine Bedeutung für die Stadt Buchs? Eine grosse, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist, es spendet Identifikation mit dem Ort, wo man ist. FC Buchs, ich wohne in Buchs, das ist irgendwie eine gute Sache. Und ich glaube, da können sich ganz viele Leute stark damit identifizieren. Und das bringt irgendwie, würde ich mal sagen, marketingmäßig bringt das sicher auch etwas, wenn der FC dann auch wieder in grösseren Gebieten spielt. Und das wird er zweifelsohne wieder. Also der Name von Buchs wird auch der FC Buchs in die Region herausgetragen. Und das ist für uns quasi wie tolles Marketing. Der FC Buchs, und das ist auch, glaube ich, aus Sicht vom Stadtrat ganz, ganz wichtig. Der FC Buchs hat auch natürlich eine ganz wichtige gesellschaftlich-soziale Rolle. Du hast es auch angetönt in deinem Eintrittsvortrag-Check. Also es ist Integration auf ganz vielen verschiedensten Ebenen. In einem übergeordneten Sinn Integration. Die jungen Menschen generell werden da irgendwie in einem gewissen Sinn sozialisiert. Also sie lernen im Team irgendwie ein Ziel zu erreichen. Sie lernen, dass man nur im Team Erfolg haben kann. Und das ist auch etwas, was dann, glaube ich, für unsere Gesellschaft ganz wichtig ist, dass man denkt, dass nicht einfach das Individuum irgendwie wichtig ist, sondern dass man als Team miteinander stark ist. Junge Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Es ist sogar beim FCZ und bei GC heute ein bisschen durchlässig. Also GC war ja die Oberschicht und FCZ war der Arbeiterclub. Von dort her bin ich mich übrigens auch an den Lift gewöhnt. Also, und ich verfolge den FCZ manchmal auch noch ein bisschen. Und dann denke ich auch, dass alle Nationalitäten wirklich miteinander vereint versuchen, das Ziel zu erreichen. Also auch da ist die Integration wirklich ganz, ganz wichtig. Und in eurem grossen Verein ist das sehr wichtig, dass die Integration da spielt. Ich finde auch die Freiwilligenarbeit, die geleistet werden beim FC, also nicht nur jetzt auf Stufe Präsidenten, sondern auch bei den Trainern, Trainerinnen, in den Mannschaften, beim ganzen Umfeld von dem Verein. Ich kann es vom Schwimmclub her auch ein bisschen beurteilen, das ist etwas und das ist ganz viel wert. Und das finde ich auch, dass das ganz wichtig ist. Und was mich besonders freut, und mit dem höre ich jetzt, dass der Frauenfußball auch zu Buchs jetzt immer wichtiger wird und dass die Frauen so erfolgreich sind. Danke, Daniel. Hast du noch Wünsche an FC Buchs, konkrete? Und dann noch die letzte Frage, was machst du nach der Pension? Das ist jetzt eine Frage, die ich mich nicht vorbereiten konnte. Ich mache nach der Pension irgendetwas, ich weiss es noch nicht. Ich habe mir die Zeit noch nicht genommen, noch nicht will nehmen auch. Um mich auf Pension vorbereiten. Ich bin jetzt bis Ende Februar noch voll im Geschäft und ich mache es auch noch gern. Also nicht jeden Tag gleich gern. Also, das ist klar, aber das kennen wir ja alle. Nein, in dem Sinne, mein einziger Plan für nach der Pension ist, überlegen, was mache ich nach der Pension. Mehr Pläne habe ich noch nicht. Und Wünsche an FC Buchs, ja, ich glaube, irgendwo könnten sich vielleicht ja die Wünsche dann einmal gleich noch decken. Also das eine ist natürlich, dass der Frauenfußball sich so top weiterentwickeln kann. Das würde mich sehr freuen. Und das andere habe ich schon gesagt, also über jeden Aufstieg freue ich mich wahnsinnig, oder? Und es wird ja nicht so schnell so weit kommen, dass man nicht mehr weiter aufsteigen kann. Aber das Potenzial ist da. In dem Sinne freue ich mich. Darum habe ich also Freude, jedes Mal, wenn ich am Montag höre, wer wieder gewonnen hat. Das Buch zu gewonnen hat. Sehr gut, danke Daniel. Jetzt könnte gerade der Walter vielleicht noch etwas sagen in Bezug auf Frauenfußball, was wir hier im Werdenberg jetzt aufgeleistet haben. Ja, also
Vom Frauenfußball her haben wir einen ersten Schritt gemacht im Werdenberg. Das ist auch immer ein Anliegen für uns als FC Buchs, dass man im Werdenberg miteinander weiterkommt. Wir haben eine FF12-Mannschaft, eine FF15-Mannschaft, eine FF19-Mannschaft. 19 trainiert in Gams, die FC15 in Sevela und die FF12 in Buchs. Das war für uns ein riesiger Schritt. Ich denke, das ist der richtige Schritt, weil wir sind nur in der Region stark, aber das gilt auch für die ganze FC. Das ist unsere Meinung. Wir vertreten das auch immer. Und wir sehen, dass wir da auch mit den Mädchen, mit den Frauen einen riesigen Schritt für sich gemacht haben. Wir freuen uns auch, wie es Jack gesagt hat. Sie sind 70, 80 junge Frauen, junge Mädchen, die miteinander das machen. Und ich denke auch, dass es da nochmal einen riesigen Schub gibt durch die ganze EM. Und wir freuen uns, dass wir diesen Mädchen das auch bieten können. Hast du noch direkte Wünsche, allenfalls an die Stadt Buchs? Ja, Wünsche oder Forderungen? Nein, natürlich nur Wünsche. Also ich denke... Ich würde sagen, Forderungen, aber als Wunsch ausdrücken. Fordere Wünsche, so in die Richtung. Nein, ich denke, wir haben wirklich, also ich bin auch schon 7 Jahre Präsident, geht wahnsinnig schnell. In dieser ganzen Zeit haben wir super miteinander gearbeitet. Wir haben konstruktive Lösungen gefunden. Wir haben auch wirklich, wie du auch schon gesagt hast, wir haben Möglichkeiten, im Flöss zu trainieren, im Buchsenbach zu trainieren. Wir haben da wirklich auch von der Kostenseite her Eingeständnis von der FC Stadt bekommen, um unsere Sozialverantwortung dann auch auszuüben. Und das war eine tolle Sache gewesen. Und das freut mich auf die nächsten spannenden Jahre. Wie gesagt, uns ist ein Anliegen auch immer, natürlich, ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, aber ich denke auch für uns einen Platz mehr. Das würde uns wahnsinnig weiterbringen. Weiterbringen in dem Sinn, dass wir auch allen kleinen Mädchen, kleinen Buben das auch bieten können. Das ist eigentlich mein Wunsch, gleich Forderung an die Stadtbuchs. Danke, Walter. Daniel, ich möchte noch etwas antworten, gerade auf deine Ausführungen. Ich möchte jetzt schon natürlich noch etwas sagen. Also, wir sind ja mit dem Check. Du hast dich ja schon so extrem eingesetzt, immer für den zusätzlichen Platz. Du setzt dich dafür ein. Der ganze Vorstand setzt sich dafür ein. Es hat einfach gewisse Limiten bisher in der Vergangenheit gehabt, aber selbstverständlich lohnt es sich immer wieder, einen neuen Anlauf zu machen, ein Gespräch zu suchen miteinander. Und ich glaube, so ein Gespräch ist sehr gut und sehr wohl möglich, vor allem dann, wenn natürlich auch noch die Abstimmung jetzt zum Schulhaus Kappeli positiv läuft. Weil wir können ja nicht alles miteinander machen, sondern wir müssen das nah dies nah machen. Danke. Du hast so recht die politische Bühne benutzt. Danke. Wie es dann rauskommt, weiß ich zwar nicht. Dann Malte habe ich noch am Schluss, bevor wir dann zum Peter kommen, eine Frage mal familiär. Er hatte zwei Buben, die bei uns geshootet haben und einen shootet, dass ihr shootet ja noch. Wie ist denn die Stimmung am Nachtessen am Sonntag, wenn man gewonnen hat oder wenn man verloren hat? Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Grundsätzlich hat es ein bisschen besser, und nachdem dass ich gesagt habe, dass sie ein Recht haben. Also es war vorhin natürlich immer ein Streitgespräch. Und nachdem ich ihr Rufverbot bekommen habe, ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden während des Matches. Aber ich denke auch, sie sind ja auch erwachsene Männer unterdessen und schon lange erwachsene Männer. Sie gehen ihren Weg und der Vater ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich denke auch, jetzt auch vielleicht ein bisschen, Corona hat es auch ein bisschen gezeigt, eben, was dann auch wichtig ist, nicht wichtig ist. Mir ist da wirklich auch ein bisschen gelassener geworden. Ich denke auch bei mir angekommen. Und ich freue mich, dass sie wirklich auch in der Mannschaftssportart sind und sich da durchsetzen kann. Rückschläge haben und mit der Mannschaft gewinnen und verlieren. Und ich freue mich, dass sie auch im FC Buchs sind. Ja, danke. Danke, Walter. Dann kommen wir zum Peter. Peter ist ja ein Buchser. Ihn kenne ich von Sargans her, also von Buchs natürlich und Kantonsschule Sargans. Er ist Präsident des Kantonalen Fußballverbandes, ist aber auch hier als Vertreter des OFV. Peter, für dich mal die Frage, was für Funktionen üben ihr aus, die für uns wichtig sind? Ja, also zuerst einmal Hopp FC Buchs. Hopp heisst Grüezi bei uns im Rindl. Darf ich sagen, als ehemaliger Buchser, ich bin da aufgewachsen vom 59 bis zum 72.
Und ich will es machen wie der Daniel, bevor ich es vergesse, will ich zuerst einmal nochmal, das zweite Mal, herzlich gratulieren dem FC Buchs zum mittlerweile 101-jährigen Jubiläum. Ich habe das letzte Jahr unserer DV, auch zu Diepelzau, am Walter schon dürfen gratulieren und auch dort entsprechende Geschenke von uns und dem UFV überbringen. Darum bin ich jetzt heute leider mit leeren Händen gekommen. Nicht, dass ihr denkt, hey, nochmal, hätte etwas mitbringen können. Aber ich bin gerne natürlich nochmal gekommen und danke für die Einladung. Ich bin auch nicht allein da, ich bin mit dem Bruno Töni da. Bruno Töni ist ein technischer Leiter in unserem Verband, auch er ein Buchser, wie ihr kennt, wohnt in der Efiser Halde und ist ja da zu Buchs in der GPK. Jetzt, unsere Funktionen sind vielleicht nicht so bekannt breiter Öffentlichkeit, weil wir nicht für den Spielbetrieb zuständig sind. Das macht der Ostschweizer Fußballverband, weil die kleinen Kantone in unserer Ostschweiz die könnten selber keinen Spielbetrieb organisieren. Wir im Kanton Gallen könnten das schon machen. Aber wir sind für andere Dienstleistungen, für unsere Vereine zuständig. Wir sind in der Nachwuchsförderung tätig, in dem Projekt Future Champ Ostschweiz, FCO. Wir sind Organisator vom CS Cup, da haben wir über 10'000 Teilnehmer, Mädchen und Buben jedes Jahr. Wir sind zuständig für Vermittlung von Sport-Toto-Subventionen für die Vereine, eben wenn wir dann wieder reden von Platzausbauten. Da geht unter anderem auch durch unsere Hände durch. Und weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel das Label Sportverein, das ja der FC Buchs auch hat, schon seit vielen Jahren, schon die vierte Verlängerung schon bekommen hat. Also auch da herzliche Gratulation, das ist eine ganz gute Sache. Kannst du den FC Buchs vergleichen mit anderen Vereinen im Kanton? Ja, kann ich schon, ja. Der FC Buchs ist natürlich der grösste FC im Werdenbergischen und auch der älteste. Ich habe hier die Zahlen noch mal schnell aufgeschrieben von den Nachbarvereinen, wenn es interessiert. Ja, ja. Der FC Gams ist 1950 gegründet worden, also jetzt 72. Der FC Grabs ist 1946, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Ist jetzt 76, hat letztes Jahr das Jubiläum gefeiert. Der FC Haag ist 1974 gegründet worden, also ist jetzt 48. Der FC Sevelen ist der zweitälteste, 1935, 87. Und der FC Trüppach 1951 ist jetzt 71. Und der FC Buchs ist jetzt der 10. Verein im Kanton St. Gallen, der 100 Jahre oder älter ist. Danke, Peter. Ich habe in der Zeit von Turi Meier eine Karte gekriegt, das ist aber jetzt sicher 60 Jahre her, von Davos. Da war ein Juniorenlager. Wer organisiert das? Organisieren ihr? Und gibt es das noch, das Junior? Das gibt es immer noch. Seinerzeit hat es der Kantonalfußballverband, also wir, organisiert und haben das aber vor vielen Jahren über GMOFV, der UFV organisiert da. Und da gibt es immer noch. Es ist jetzt aber nicht mehr zu Davos, sondern zu Denero und zu Frauenfeld. Ah, danke. Gut, jetzt hätten wir, glaube ich, die Runde fertig. Der Peter hat es erwähnt, Sie haben uns ein Geschenk das letzte Jahr, das trifft auch für die Gemeinde Buchs zu oder Stadt Buchs zu. Nicht, dass ihr meinen, der Dani sei mit leeren Säcken. Ihr habt uns verdankenswerterweise das letzte Jahr schon grosszügig unterstützt. Somit wären ihr drei entlassen und danke. Ciao. Ciao. Dann kommen wir zu den Urgesteinen im FC Buchs. Da war der Marcel Marti, Dino Kessoli und der Geni. Und jetzt fangen wir mit dem Jüngsten an. Wenn man die OFV-Liste anschaut, erscheint der Marcel Marti x-fach. Er ist Spico, Marketing, Sponsoring, Administration, Spielbetrieb, verantwortlicher SR Schiedsrichter Mini, da muss man noch sagen, was das heisst, Mitgliederverwaltung, verantwortlicher Internet, verantwortlicher Spielplätze mit dem Hugo. Wie machst du das als im Milizsystem? Kyroten und Schaffen? Kyroten bin ich nicht. Aber ähnlich heisst das. Ähnlich, ja. Hast du, glaube ich, sagen, du mal nicht gemacht heute. Ja, genau. ja, wie mache ich das? Weil man es gerne macht, macht man es halt. Und
Ein Haufen Sachen sind natürlich heutzutage am Bürotisch, wo früher einmal wirklich was gerade aufgebot für Schiedsrichter, für andere Vereine, früher wirklich effektiv als mit Schreibmaschinen und auf Post gsi ist, ist heute wirklich mit dem Club Corner, wo das neue Programm vom SFV ist, ist wirklich vieles einfach auf dem, vom Bürotisch aus machbar. Die Sachen, wo ich da draussen tätig war, die habe ich ja jetzt bekannterweise auf diese Saison abgegeben. Das ist dann der Speaker der Spiel der ersten Mannschaft. Linien zeichnen habe ich abgegeben. Da haben wir einen guten Nachfolger mit dem Hugo gefunden vom FC Haag. Und ja, das andere geht so weit. Dann habe ich eine Frage, das ist auch eine persönliche. Als ich Präsident geworden bin, 1998, da war der Ferdi Stadli noch dabei gewesen, und noch mal, und dann haben der Marcel ist dort schon im Vorstand gewesen, und dann haben wir die degradiert. Was hast du nicht gedacht über uns? Ja, denkt, also hat ja nicht nur mich betroffen, die Degradierung. Der Dino übrigens auch. Wir haben dazu mal gedacht, dann sollen da die alten Kleus sollen das mal probieren. Sie sind ja alle dazu mal, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich älter gewesen, wie wir jetzt. Ja, nicht ganz. Übergleich. Ja, übergleich vielleicht. Auf jeden Fall, ja. Wir haben so wie gesagt, wir, wenn wir Hilfe brauchen oder so, dann tun wir das weiter anbieten. Und es ist dann eigentlich ja nicht so verrückt lang gegangen, bis sie dann gemerkt haben, dass sie uns eigentlich gerne wieder im Vorstand hätten. Also, ich glaube, ein halbes Jahr oder so würde es dann etwa gegangen sein. Und dann hat sich der Vorstand dann eine Art durch uns wieder ergänzt. Ja. Dann hast du es nicht übel genommen. Überhaupt nicht. Also, ja, überhaupt nicht, nein. Sonst wären wir ja nicht wieder eingestiegen, wenn wir so übel genommen. Sehr gut. Das freut mich. Dann zum Dino. Wie lange bist du denn schon eigentlich beim FC Buchs? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe gesagt, 45 Jahre, 40 Jahre, irgendwo dort dazwischen. Der Dino ist ein Organisationstalent von uns, vom FC Buchs. Ohne ihn wären wir nicht da. Dann wäre das Fest nicht durchgeführt worden. Ja, das ist sehr gut. 1998 haben wir ja nur einen Anlass organisiert. Könnte man das wieder einmal wiederholen? Schwierig. Es waren Klostertaler, die wir auf Buchs geholt haben. Wir waren jung und unverbraucht, wenn ich es so sagen darf. Und haben gesagt, komm, lass uns mal eine Party machen. Wir buchen eine Band und gehen ins BZB ein. Schlussendlich ist es so rausgekommen, dass wir eine Party hatten im BZB unten. Vier Bands, Klostertaler war die beste. 3 Jahre vor Buch, bis dann waren es Topstars. Und wir haben 1800 Leute im BZB unten. Ihr wisst alle, wie sich die Welt ein bisschen entwickelt hat. Und es ist ja so, 1800 Leute würden heute nur in den BZB gehen. Ich kann eine kleine Anekdote sagen. Zwei Wochen vor dem Konzert, die Halle war ausverkauft, 1800 Billets sind weg, ist ein Telefon von der Feuerwehr Buchs. Liebe Kollegen, geheissen, die Hallenbeschränkung ist 1200. Habe ich gesagt, ist okay, lütest du 600 Leute auch drin? Es war so, dass wir anfangs natürlich abgeklärt haben, die 1800 Leute waren gut gewesen. Wir haben dann zusammen neue Notausgänge erfunden. Sie waren wirklich Notausgänge. Wir haben die Leute so runtergebracht. Ich kann euch aber auch sagen, wir haben an diesem Abend, glaube ich, 4500 Mahlzeiten aus einer Küche von einer BZB. Wer die Küche kennt, weiß das. Es ist irgendwie 5 auf 4 Meter. Ist eigentlich unglaublich. Wir haben mit 120 Leuten sind wir im Einsatz gewesen. Wir haben den ganzen Boden abgedeckt. Dazu mal hast du noch rauchen dürfen. Wir haben Angst gehabt, den Hallenboden wird mit Brand beschädigt, wenn du Zigaretten einwirfst. Damit haben wir 2 Tage lang Matten von Tiepelsau auf Buchsau getragen. Ich könnte noch ganz viel erzählen. Aber das Schlimmste war, was wir vergessen haben, ist die Hallen am Sonntag zu reservieren.
Somit, das Fest ist fertig, alle sind happy und am nächsten Tag kommt diese Bauausstellung. Die fangen am Morgen um 7 Uhr an und die Halle sollte leer sein. Ich kann euch vorstellen, wir haben, glaube ich, also Kollegen und ich, der Ralf auch dort hin, wir sind, glaube ich, 48 Stunden durchgängig am Arbeiten gewesen, aber es war richtig cool gewesen und das Genialste war, heute geht es dem FC Buchs wirklich gut. Dazumal ist es extrem schlecht gegangen. Wir haben das Fest gemacht, der HV ist zur Diskussion gestanden, ich habe die Defizitgarantie übernommen, mit 22 Jahren, glaube ich, dazumal. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber Defizitgarantie übernommen und gesagt, aber die einzige Anforderung, die ich habe, ist, dass die Hälfte vom Gewinn in die Mannschaftskasse geht. Sei es und zwei schaffen, haben ein paar mehr geschafft, als wir gedacht haben, aber sei es und zwei schaffen. Und schlussendlich ist es dem FC Buchse so schlecht gegangen, es ist sämtlicher Gewinn von dem Anlass und es ist ein wirklich ein namhafter Betrag gewesen, ist in die Vereinskasse gegangen und es hat geholfen, ich weiß nicht, wie man dem heute sagen, man muss Bilanz deponieren, keine Ahnung, aber wir haben das Defizit können stoppen und der FC Buchse hat weitergelebt und ja, Geschichte kennen wir, kurz darüber ein, ist der Jacko mit seinen Kollegen und heute haben wir einen wunderbaren Verein, er ist dazumal schon. Es hat keinen schöneren Verein als der FC Buchs. Es hat keinen heimeligeren Verein als der FC Buchs. Wir haben einfach zu wenig Geld gehabt. Da gibt es mehr, als man glaubt. Jetzt habe ich aber noch eine ganz persönliche Frage an dich. Ich wollte dich immer mal als Vizepräsident wählen. Und bei mir hast du immer Nein gesagt. Und bei Walter bist du Vizepräsident. Warte. Da gibt es ganz eine einfache Erklärung. Wenn der Jack hört, ist es schwierig, einen Nachfolger zu finden. Eigentlich bin ich Gott froh, dass der Walter hier, der das Präsidium übernommen hat, wirklich ein super Typ ist, den Verein voranführt. Und ich bin froh, kann ich helfen damit und als Vizepräsident mein Teil dazu tun. Dann kommen wir zum Ururgestein. Der Geni ist sicher etwa 60 Jahre im FC Buchs. Er ist also der Älteste, nehme ich an. Er hat geshootet, hat alle Scharschen geführt. Wer hätte ihn dann zum FC Buchs gebracht vor vielen Jahren? Also, zuerst einmal einen schönen guten Abend und auch noch der ersten Mannschaft eine herzliche Gratulation zum Saisonstart. Dann zur Frage von meinem lieben Freund Jakob. Ist relativ einfach erklärt. Ich glaube, der Auslöser war die Fußballweltmeisterschaft 1954, wo ich als Schüler am Radio verfolgt habe. Ist zwar mehr eine Störung als Radio, aber immerhin. Kurze Episode in einem Spiel. Die Schweiz gegen Österreich gespielt und die Schweizer haben 3-0 geführt. Dann bin ich zu meinem Vater in die Werkstatt und wollte ihm das erzählen. Habe ihm so erzählt, zurück ein Radio, 3-3. Das war ein ganz berühmtes Spiel mit Hitzeproblemen und so weiter und so fort. Warum bin ich dann zum FC gekommen? Da habe ich eigentlich zu verdanken meinen zwei älteren Cousins, am Werner und am Oski. Weiter konnte ich profitieren von einem Trainer, der der Zeit weit voraus war. Der hat beispielsweise 1958 hat er mit Willenweg 2 oder 3 Juniorenmannschaften hat er einen Jahresbericht geschrieben, von sage und schreibe 48 Seiten. Ich habe dem Checo Clemente einmal noch gegeben zum Lesen und habe dann seinem Sohn, dem Jörg Schwarz, weitergeleitet. Das war der Toni Schwarz. Sagt nur viele Leute etwas. Er war wirklich der Zeit voraus. Ein toller Typ, leider früh verstorben. Selber habe ich angefangen im FC Buchs mit 11 Jahren mit einer Spezialbewilligung.
Weil damals hat man mit 12 Jahren dürfen zu den C-Junioren. Stellt sich das heute vor. Heute sind es 6-Jährige, glaube ich, spielen. Ja, und in der Folge hat sich das ein oder andere ergeben. Und ich bin im FC treu geblieben. Ich gehe jetzt in die 67. Saison, aber nur noch passiv. Danke, Gini. Jetzt bist ja du vor wenigen Jahren Grossvater geworden. Vom Henry. Ich sage ihm dann Tschutti Heiri 2. Aber, aber der Henry tschutet schon. Du hast mir schon Fotos oder Bilder geschickt. Was machst du, dass er oder Schritt zum FC Buchs dann, kann machen? Ja, da muss ich euch leider ein bisschen vielleicht enttäuschen, weil der Henry ist ein willensstarker, fröhlicher, junger Bursch. Und der wird dann seinem Opa schon sagen, was er selber machen will. Wenn ich aber noch mal Fußball spiele, dann würde ich es mit dem Henry machen. Du hast eine Art Alz gemacht beim FC, du hast so anfangs noch mal gesagt. Was hast du denn nicht gemacht? Ich bin auf der technischen Seite eher nur ganz am Anfang tätig gewesen. Als Juniorentrainer habe ich einen der ersten Jugend- und Sportkurse besucht und bin dann aber in der Folge eigentlich administrativ tätig gewesen. Ja. Mit einer sehr erfolgreichen Seniorenmannschaft hat der ein oder andere Kollege da, wo das mit mir dürfen miterleben, Höhepunkt 1979, Schweizer Cup Halbfinal, Lugano gegen Buchs, 1-0. Und wir haben gemeint, der Schiedsrichter hätte den Designer geholfen. Danke, Gini. Dann tun wir auch diese Runde schliessen und ich darf euch sagen, warte noch, ohne die drei wäre ich nie und nimmer 17 Jahre Präsident gewesen. Weil ohne die hätte ich das nicht können. Dann kommen wir jetzt noch zu den letzten drei. Da wären wir jetzt bei den Fußballern. Also da haben wir jetzt drei Shooter und Trainer. Der Ueli, vor dem Ueli bin ich schon Fan vom FC Buchs, wo du bist, Nummer, aber nicht wegen dir. Und bin dann erst nachher wieder geworden, wo du dann eigentlich Senioren gewesen bist. Und dann mit dem Franjo und Checo hatte ich natürlich sehr intensive Beziehungen gehabt. Jetzt kommen wir mal zum Ueli. Der Ueli ist der vermutlich längste Fußballer im Buchs, der aktiv war bis und mit Senioren. Jetzt soll du mal erzählen, deinen Werdegang vom Junior bis zum Senior. Wenn ich gewusst hätte, dass ich da oben hocken mal irgendwann bei dir, hätte ich alles mal aufgeschrieben. Danach wüsste ich es ein bisschen genauer. Aber wie gesagt, auch wir haben, wie vorher schon mal erwähnt worden ist, vom Gini mit den 10 Junioren irgendwann angefangen. Oder? Und da war man eben so um die 11, 12 Jungen an. Dann haben wir noch 10 Junioren geshootet und B-Junioren. Und dann war ich dann etwa 15 gewesen. Ab und zu Einsätze hatte im B-Inter, zu den Eltern aushelfen, weil sie zu wenig Glück hatten. Und ja, irgendwann mit 16 ist dann das Eis abgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann nachher sind dann die Junioren aufgelöst worden. Und dann bin ich dann eigentlich als B-Junior auch ins Eis nachgerückt. Und seitdem habe ich eigentlich am Eis gespielt, bis 36. Mit 40 hatte ich dann noch die letzten Match mit dem Franjo. Weil ihm hat eigentlich noch ein Libero gefällt. Magst du dich vielleicht noch erinnern? Wir haben ein Libero gesucht, oder? Ja. Dann habe ich dort noch mal ein Spiel gemacht. Jetzt, mit Franjo. Kann ich mich genau erinnern. Und nachher bist du der Senior. Und dann bin ich dann eine Weile zu den Senior. Wunderbare Zeiten gehabt. Wie immer im FC Buchs haben wir immer nur schöne Zeiten gehabt, muss ich sagen. Darum bin ich noch nie weg vom Club. Eben, warum bist du nie weg? Hättest du kein Angebot gehabt? Und ich muss sagen, vor 33 Jahren habe ich mal ein Angebot bekommen. Vom FC Balzers, dort mal Erstliga. Ich habe mir dann das schon noch ein bisschen überlegt. Ist schon noch ein schöner Sprung eigentlich, fußballerisch. Aber ich war dort 20 gewesen.
musste im Herbst ins Militär, RS. Und ich habe dann gedacht, ja, in Buchs habe ich einen Stammplatz, da kann ich in der RS und immer shooten. Und in Balzers wird es schwierig für mich als junger Bursch einen Stammplatz zu kriegen, wenn ich noch RS habe und ich kann trainieren. Und dann hat sich die Sache dann erledigt und da habe ich abgesagt. Und, ja. Dein Vater Hans Uhle war ja ein grosser Fan vom FC Buchs. Und hat immer mit Schulm Stolz gesehen, wie du geshootet hast. Was hätte er gesagt, wenn du jetzt gewechselt hättest? Ja, ich muss sagen, erfreut wäre er wollte nicht sein. Vermutlich, weil er hätte auch einen weiteren Weg gehabt, wenn er mich wollte schauen wollte. Ist zwar nicht weit weg, aber gleich. Damals hat der Vater, glaube ich, noch gar kein Auto gehabt. Jetzt müssen wir mit dem Töffel gehen. Ja, und ich denke, er war froh, dass ich da war. Es ist schon gut, dass du hier geblieben bist. Ja, es waren wunderbare Zeiten hier. Also, ich möchte es nicht missen. Danke, Hans-Uli. Der Franjo ist seit 1999 ist er bei uns Spielertrainer geworden. Ich habe den Franjo gesehen, shooten Buchs gegen die Riesen. Da hat er ein hure gutes Goal geschossen. Und dann der Dobler war auch noch. Der Walter, der hat bei uns geschafft in der Pro 1. Bruno Dobler. Ja. Bruno, ja. Und dann haben wir gedacht, da weiss ich noch, habe ich gesagt, der sollte auf Buchs kommen shooten. Und dann hat der Turi mit dem Franjo geredet. Und dann hat der Franjo gesagt, Spielertrainer. Und dann weiss ich, beim Pferd im Garten haben wir dann lang studiert, da wir jetzt im Roland künden und den Franjo holen. Und wir haben dann entschieden, den Franjo als Spielertrainer zusammen zu lassen. Und das war vermutlich einer der besten Entscheidungen, die ich mitgefällt habe. Obwohl ich aber jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte gegenüber dem Roland Jäger. Jetzt, du hast angefangen, beim FC Buchs als Spielertrainer. Und aufgestiegen bist du nie als Trainer, gell? Als Spielertrainer nicht, nein. Als Spielertrainer. Ist das das, was die meisten ärgert, oder? Auf einer Seite schon, weil du hast mir und mit Turi zusammen geholt, mit klarem Ziel, dass wir aufsteigen. Auf andere Seite kann ich mir keinen grossen Vorwurf machen, weil von meiner Seite, glaube ich, alles tun, dran setzt und von eurer Seite habe ich, vor allem von dir, habe ich nie Druck grossen gespürt, dass ich muss aufsteigen muss. Und wir haben halt am Anfang noch ein bisschen Pech mit dem Turi, dass er da Hirnschlag erlebt hat und ich bin noch als ohne Sportchef gestanden und hat ihn probiert, die 4 Jahre. Wir haben halt auch Pech gehabt mit den Aufstiegsspielen, weil wir gegen Neffels und Frauenfeld 2-mal unentschieden gespielt und sie haben noch ein letztes Match gehabt und haben sie nicht gerade auf den Fairplay gelogen, haben sie 2-2 gespielt und dann sind sie beide aufgestiegen, oder? Und wir sind leider nicht der Dritte gewesen, oder? Ich kann mich noch gut erinnern. Ja. Da sind wir zu Neffels, haben wir geshootet. Die haben, glaube ich, noch mit dem Radio Rhein müssen telefonieren. Ja, ja. Natürlich auch nicht gerade euphorisch gewesen. Nein. Jetzt, wie viele Goal hast du beim FC Buchs geschossen? Ja, ein paar haben sich immer gefragt, wie ich auf die Torezahl gekommen bin. Oder? Am Anfang, früher, vor 23 Jahren, als ich auf Buchs gekommen bin, habe ich mal immer als Trainer Statistik gemacht. Nicht, dass ich weiß nach 4 Jahren, wie viel dass ich Goal geschossen habe, sondern weil man, wie der Checo sehr wahrscheinlich auch gemacht hat, als Trainer, dass du weißt, wer gelbe Karte hat, wer rote Karte hat und wie viel Goal, wer ist Torschütze gewesen. Und hat damals, als ich nach 4 Jahren aufgehört habe als Spielertrainer, hat mir noch der Journalist, glaube ich, Philipp Kolbe geheißen, hat mich gefragt, ob ich das weiß. Und gesagt, ja, ich habe schon Notizen daheim, oder? Kann ich mal nachschauen. Und darum ist das rausgekommen. Also insgesamt in der Zeit, wo ich nachher nach Rüti ein halbes Jahr gegangen bin, zurück, wo man nachher als Spieler, war eine interessante Geschichte. Ich bin nach Rüti gegangen und dann, ich bin nie verletzt im ganzen Leben. Und irgendwie von jemandem da oben hat er gesagt, du darfst nicht im Rüti länger als ein halbes Jahr gewesen. Hatte ich ganz Probleme mit Fersen gehabt. Und dann hatte ich mit dem Rüti ein gutes Gespräch gehabt. Sie haben einen Stürmer gebraucht, gesunde. Und ich wollte nicht mehr bleiben. Und da haben wir uns gut auseinander getroffen. Und ich bin zurück nach Buchs gekommen. Mit Nati Staub als Trainer. Und der Fersen hat super funktioniert, die Rückrunde. Wir sind gerade aufgestiegen im selben Jahr. Oder?
Von Verletzung war nichts mehr. Ja, da kann ich mich noch gut erinnern. Obwohl wir zu Rhein-Region eins aufs Dach kriegt haben, sind wir eigentlich aufgestiegen. Ja. Aber wie viele Goal hast du insgesamt geschossen? Also im ersten Mannschaft sind beim 142 Spiel sind 149 Goal gewesen. Also das sind... Pro Match ein Goal, mindestens. Also einen besseren Torschütze braucht es nicht gehabt. Und da dürfen wir nochmal klatschen. Mal. Ich glaube, beim FC Buchs, seit ich in Buchs bin, wir haben immer gute Torschütze gehabt. Neben mir hockt einer. Den Kevin Rohre darf man auch nicht vergessen. Die Ignacio Novoa auch. Wir haben immer gute Stürmer gehabt, oder? Genau. Aber du bist der Beste von der Goal her gesehen. Das ist relativ, oder? Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn du bescheiden bleibst. Also, dann kommen wir zum Dzeko. Der Dzeko habe ich 2012 bei mir im Wohnung empfangen. Das war noch ein junger Bursch. Aber ich war beeindruckt, wie reif, dass der Jungbursch ist. Er hat mich beeindruckt und da sind wir natürlich auch schnell handelseinig geworden. Heute ist er Sportchef. Aber 2013 hat er einen Penalty verschossen. Weißt du, das Rohrsache, Junge. Guter Startcheck, danke. Aber dann sind wir auch abgestiegen. Aber nachher sind wir gerade sofort wieder aufgestiegen. Warum sind wir dort wieder aufgestiegen? Sofort. Weil du mich als Trainer behalten hast. Das ist gut. Aber auch noch mit den Liechtensteiner Kollegen haben wir dort so einen gehabt. Der grösste Erfolg dein war beim FC Buchs? Der Ausstieg in die Interregio. Sehr gut. Wie hast du das so erlebt? Die ganze Saison haben wir dann dort, sind wir dort Favorit gewesen, oder? Ich denke, es hat mit dem Abstieg angefangen. Also, wir haben eine junge Mannschaft im 2012 übernommen. Es waren viele A-Junioren drin, viele nette, junge, gute Kerle. Und dann hat man Jahr für Jahr ein bisschen Puzzleteil dazu getan. Und in der Saison 15, 16, weiß ich noch, bin ich in der Kabine gestanden und gesagt, der FC Buchs wird nie mehr so eine gute Mannschaft haben wie dieses Jahr. Also entweder steigen wir auf oder wir haben versagt und haben schlussendlich, sage ich jetzt einmal, verdient der Aufstieg erreicht. Steigen wir jetzt wieder auf in dieser Saison? Ja, also definitiv. Ich bin zu 100% überzeugt, dass es das heisst, dieses Jahr aufsteigen wird und zweite Liga hebt. Und ich bin auch fest überzeugt, dass in den nächsten Jahren nicht mehr vom Ausstieg in die Interregio von 2016 geredet wird, sondern vom Ausstieg von, ja, in die Interregio von, weiß jetzt nicht, 2-3 Jahren. Aber das sollte das Ziel sein vom Verein, von uns alle. Und ich denke, wir schaffen daran, dass wir jetzt das erste Mal den ersten Schritt in die zweite Liga machen. Aber danach sollte der Lift nicht anhalten, wie ihr jetzt wohl gesagt habt, sondern sollte der Lift weiter aufwärts gehen. Und wir haben gute Junioren. Ja, da nur klatschen. Wir haben eine gute Juniorenabteilung, wo viele Leute nachkommen können. Oder ist auch in der Region Werdenberg, hat es junge, gute Spieler. Ja, grundsätzlich wird bei uns Buchs sehr gut gearbeitet bei den Junioren. Und es ist ähnlich wie im 2012, wo ich angefangen habe, wo wir wirklich viele A-Junioren aufgenommen haben. Es hat sehr viele gute, talentierte Spieler, die probieren wir zum aufzuziehen. Aber schlussendlich ist der Kopf entscheidend. Und das ist das, was ich sage, das hat sich ein bisschen in den letzten Jahren verändert. Es gibt viel anderes. Es gibt das Handy, es gibt PlayStation und was auch immer. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass die Leute oder dass die Kinder mehr auf die Straße gehen und einfach Fußball spielen. Und dann werden auch die Vereine mehr Erfolg haben. Danke, Dzeko. Danke euch allen. Euch zwei danke die grossen Freude, die ihr mir bereitet habt. Das hat mir immer wohl getan. Darum bin ich auch so lange geblieben.
Und dir danke ich fürs Aussalz. Somit ist die Talkrunde bzw. die Gesprächsrunde zu Ende und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und wir Musiker gratulieren natürlich auch zu 100 Jahre FC Buchs und alle Sportler bekommen nochmals einen riesen Applaus, dass heute hier gefeiert wird im großen Festzelt. Dankeschön. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir kaschen zusammen und keiner. Ja, so feiert die Schweiz und jetzt nehmen wir die Gläser in die Hand. Ein Prost in der Gemütlichkeit. Heute wird gefeiert mit Herrn Lausern aus der Steiermark. Wir singen 1, 2, 3. Ein Prost, ein Prost, der Gemütlichkeit. Applaus, der Mann auf der steirischen Harmonika. Alles live ist. Kannst du ein paar Fehler spielen? Ist schon gut. Und dann vielleicht ganz leise. Ja. Jetzt passt schon, das ist so gut. Halt nochmal. Auf geht's! Und jetzt doppelte Geschwindigkeit. Gemeinsam machen mit unserem Markus.